Herzlich willkommen zur neuen Runde der Boys das Du vs Du Championship. Und wir sind in Gruppe C. In dem zweiten Spiel heute. Ja, es ist diesmal ein bisschen ruhig abgelaufen. Ich konnte mein Herz nicht so belasten. Ich muss es nicht so belasten. Es war diesmal nicht so knapp. Aber ich sage euch trotzdem so, wie es ist. Ich glaube, das Spiel hier, das freut mich fast noch mehr als das von Draghi. Denn wir haben Team JS am Start. Das neue, glaube ich, Lieblingsteam. Team der Herzen, Sieger der Herzen, keine Ahnung, was auch immer. Jakob und SK Sturm Graz, Simon spielen wieder. Diesmal gegen NoU mit TLC Ma und Gaming mit Herz. Oh, ich freue mich, Leute. Es wird so geil, es wird so geil. Sollten Team JS hier gewinnen, dann ist Draghi fix raus. Dasselbe gilt aber auch für NoU. Also NoU ist jetzt unter Zugzwang, die müssen gewinnen. Und SK Sturm Graz und Jakob starten mit der Byron Bali kommt rein. Sehr interessant. Die haben uns alle so geil überrascht. Auch wenn es vielleicht heute verlieren, wer weiß. Aber die haben uns alle gegen Draghi so geil überrascht und ich freue mich, dass sie dabei sind. Sind mein neues Lieblingsteam, muss ich so ehrlich zugeben. Sorry an Meli, sorry an XW, sorry an alle, die sonst was gedacht haben. SK Sturm Graz und Jakob, ich meine, wer kann die nicht gern haben? So ein Ding ist das nämlich. Und Bali Byron ist ein mutiger Pick für die erste Runde. Haben wir so dabei auch noch nicht gesehen. Sheen, Nana Mike schon öfters. War natürlich auch ganz, ein ganz interessantes Duell. Von Sheen, Nana Mike gegen Byron Bali. Duell ist sehr, sehr interessant zum Ansehen. Ah, das. Oh ja. Bis jetzt, Jakob versucht mit allen Mitteln irgendwie Ma zu treffen. Und Ma meint den super cool. Und das ist natürlich jetzt schwierig für SK Sturm Graz, für Simon. Macht nochmal gute Hits. Aber Game mit Herz kann aufmachen. Ah, dann macht er das Tor. Das ist sein erstes Tor von Marcel 14-12, sein erstes Tor. Heißt, auch in dieser Gruppe, da gibt es ja 4 Teams, das heißt 8 Spieler, haben von diesen 8 Spielern alle bis auf einer mindestens ein Tor gemacht. Und der eine ist dran. Nur mal so in Relation. Bis jetzt hat jeder nach. Jetzt sind es nur noch 9 Spieler insgesamt, die kein Tor gemacht haben. 8 davon spielen aber noch am zweiten Spieltag. Einer nicht mehr. Und das ist tragisch. Also nur mal so in Relation gesetzt, das ist ganz gut. Guter Stunt von Game mit Herz. Sehr guter Stunt von Game mit Herz. Da kommt nochmal ein Hit ab von Jakob. Und ist One-Shot. Muss ich mal ein bisschen zurückziehen. Wird natürlich schwierig jetzt. Hey, mit Herz, starker Hit in Dynamite. Dynamite geht down. Die Chance vielleicht doch noch ranzukommen. Der Pool wäre risky geworden. Stark von Sturm Graz, stark von Sturm Graz. Geht das jetzt aus? Ne, da geht er down. Hey, mit der. Oh. Sturm Graz, nee. Oh, schade. Knapp, knapp, knapp. Boah, das wäre es jetzt gewesen, glaube ich. 1-0, no you. 1-0, no you. Guter Start also für die, aber natürlich, klar, wir wissen, in dieser Championship kann alles passieren. Noch ist da nichts durch. So. Also für NoU gegen Team JS. Die haben uns alle begeistert am ersten Tag. Ich glaube, egal wie weit sie noch kommen, wir sind froh, dass sie dabei sind. Und die haben die Championship auf jeden Fall auf den Kopf gestellt letzte Woche. Wer weiß, vielleicht gelingt ihnen auch jetzt auch der Sieg. Ich glaube, unmöglich ist es nicht gegen das Team NoU, obwohl die gut gespielt haben. Also TLC Ma und Game mit Herz, die haben sehr gut gespielt. Grüße genauso wie TLC Ma in Österreich. Grüße gehen raus. Das gleiche gilt nämlich auch für Jakob und Sturm Graz. 3 Österreicher hier in diesem Spiel, also Servus an Österreicher. Und ich bin gespannt, also das ist jetzt sehr interessant zum Ansehen. Schwierig zu sagen, schwierig vorherzusehen, was kommt. Denn Jakob und Sturm Graz natürlich auch schlecht wie Comp gespielt, weil Bali nicht die beste Comp. Deiner Mike Chin aber auch nicht. Also es ist so eine Sache jetzt. Ich glaube, kann man schwer in Relation setzen. Aber das 1-0 steht für NoU und somit muss Team JS auf jeden Fall das Spiel mal drehen.
Rein geht's in die zweite Runde. Die spielen das wirklich genau von schlecht zu gut. Also die spielen jetzt Dynamic Jean gegen Rico Bam. Schwieriges Battle mit Jean Dynamic. Dann funktioniert nicht. Von Jakob leider. Jakob One-Shot. Warte mal, warte mal. Warte mal. Da ist ja alles frei. Da ist ja alles frei. Jakob macht das Tor, denn da war auf einmal alles frei vorne. Oh, schade. Und gerade mit dem Bullversuch gegen Rico macht zwei gute Hits. Das waren starke Hits. Jakob aggressiv, jetzt aggressiv. Spielt er das jetzt sehr aggressiv. Ja, aggressiv. Kill, Kill von Stuttgart. Ult von Jakob. Das ist das Tor. Was ist es? 1-1. Und das haben sie. Oh, das haben sie. Oh, oh, oh. How may I help you? Das haben die gut gespielt. Team JS. Wow. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Geil, geil, geil. 1-1. 1-1. Und das sind, die haben eine schlechte Comp auch wieder gespielt. Rico Bam auf jeden Fall stärker. Die werden, glaube ich, jetzt Rico Bam spielen. Oh, das ist interessant. Das ist so interessant, was die machen. Wenn die das gewinnen, dann ist Draghi fix raus. Dann ist Draghi und auch NoU. Das sind also die Goats und NoU fix raus. Dann ist Mick und Draghi Goats und NoU Game in Weifels und mach raus. Überlegt euch das mal, das könnte vorbei sein in dieser Gruppe, nach zwei Spieltagen schon. Klar haben wir noch einen dritten Spieltag, aber das wäre dann nur egal schon, wer da gewinnt, weil die sind dann raus. Jetzt gehen sie eskalieren, beide eskalieren, okay, Mino-Matchup. Oh, schon gerade aggressiv. Geht down. Oh, geht down, das hab ich da. Ma, oh, was geht schief? Ah, das sollte sich ausgehen, ja. Das geht sich aus für Ma. Magst du ein zweites Turnier Championship? Das 1-0 für NoU, die natürlich auch fighten müssen. NoU, wir haben natürlich noch wenig gesagt. Klar, in dieser Gruppe dreht sich viel um Goats und um Jazz, aber auch NoU darf nicht unterschätzen. Stuttgart jetzt aber mit dem Play. Stuttgart mit dem Play. Nein, Hühner macht den 5. Er macht den 5. Natürlich eine schwere Position, aber er macht den 5-Move. Und NoU bleibt in Führung. Stark von Ma. Sehr starker Play von Ma. Und Stuttgart, jetzt in der Bedrängnis und das ist es. 2-1 für NoU. Die retten sich da raus aus der Schlinge. Und jetzt bin ich gespannt. Jelzima, die haben Mortis Nani, die haben Byron Barley. Jakob und Graz haben Mortis Nani und haben Bam Rico. Die sind für mich besser aufgestellt, aber die müssen beide Runden gewinnen. 2-1 also jetzt für NoU. So, hat jemand was geschrieben? Ja, da wurde was geschrieben. Ah, okay. Aber nichts Wichtiges. Gut. Dass wir konzentrieren uns aufs Game. Nur mal, nochmal zur Info. Ja, Kufstengratz haben beide 30k circa. Alle anderen in der Gruppe haben über 40. Die spielen so gut mit. Unglaublich eigentlich. Wir gehen rein. Bali gegen Rico werden wir sehen. Mortis Nani, also sollten sie gewinnen. Und das sollten sie eigentlich auch gegen
Bali, auch wenn Bayern Bali eine ekelhafte Kombi ist, sollten sie es eigentlich gewinnen können. Stark von Ma. Sehr stark von Ma. Stark von Ma. Er spielt das gut. Muss man so sagen, wie es ist. Ma spielt das sehr, sehr stark. Jetzt haben sie wieder unter Bedrängnis gebracht. Da geht jetzt zumindest mal Game mit Herz da Ma wiederholt. Stark. Stark von Ma. Ma ist hier ein bisschen MVP heute. Der Carry derzeit sehr durch mit Byron. Das könnte es jetzt gewesen sein für DJS hier in diesem zweiten Spiel. Nochmal ein Gadget von Sturm Graz. Macht ein bisschen Lehn dazu. Was wird eng? Oh, jetzt wichtiger Kill. Wichtiger Kill von Sturm Graz. Noch sind sie am Leben. Und Rad geht down und Gaming hat 156 KP. Ja, kommt natürlich, muss er jetzt die Ult setzen. Macht er. Der Kill. Mark kommt aber schon wieder. Was mit der Ult? Wie macht gute Hits? Ma ist low, 14 KP für Ma. Ma geht down, aber auf den Rad gefangen. Ja. Wird leider auch wasted und Jakob kann da nicht durch. Die halten sie jetzt leider auf Distanz. War sie gut. No you. Stark von Ma. Also Ma gefällt mir sehr gut heute. Er spielt das sehr, sehr stark. Mit Byron. Da ist jetzt von Sturm Graz. Jetzt hat er gedauert. Und Jakob muss alleine durch. Gut, gedodged hier die Ult von Byron. Ah, das wird sie nicht ausgehen. Nee. Und das ist es. Und das ist es leider. Natürlich leider, weil im Team Chess das Lieblingsteamgefühl von allen ist. Aber Glückwunsch an NoYu, denn NoYu hat gut gespielt und deshalb auch verdient gewonnen. Die Gruppe bleibt spannend. Es wird sich alles am letzten Tag entscheiden, aber für alle Teams noch was drinnen. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Leute. Und ciao.